Hallo zusammen. In diesem Video fasse ich dir das Punktesystem im Zusammenhang mit dem Content von Hexenwerk Gaming und den Giveaways zusammen. Zum einen sammelst du beim Zuschauen auf Twitch alle 10 Minuten 10 Punkte, die dort Hüte heißen. Mit 100 Punkten, also Hüten, kannst du dir jeweils ein Ticket für ein Giveaway kaufen. Dazu tippst du im Stream einfach Ausrufezeichen Ticket Leerzeichen 1 ein. Für die Monats-Giveaways, die im Stream mit einem Datum eingeblendet sind, kannst du dir eine bestimmte Anzahl an Tickets kaufen, die ich je nach Giveaway anpasse. Frage einfach im Stream nach, wie viele Tickets aktuell das Maximum sind. Mit Ausrufezeichen Hüte kannst du überprüfen, wie viele Hüte du aktuell gesammelt hast. Die Anzahl bekommst du per Flüsternachricht auf Twitch zugesendet, stell also sicher, dass man dich auch anflüstern kann. Das Monats-Giveaway wird an dem jeweiligen Datum zumeist zum Ende des Streams gezogen und du musst zur Ziehung nicht anwesend sein. Jedoch im VOD auf Twitch innerhalb von 3 Tagen nachschauen, ob du gewonnen hast und mir dann innerhalb dieses Zeitraums eine Nachricht mit deinem Handle und mit deiner Mailadresse zukommen lassen. Meldest du dich innerhalb dieses Zeitraums nicht, dann wird das Giveaway erneut verlost aus dem Topf der bis dahin eingekauften Tickets. Neben dem Sammeln von Hüten sammelst du beim Zusehen auch die gewohnten Twitch-Kanalpunkte, die bei mir Magie heißen. Du kannst pro Stream maximal 2000 Magiepunkte in eine der Community-Challenges stecken. Das sind zumeist die Kessel- oder die Krüge-Challenges. Ist die Kessel-Challenge mit Magie voll, dann findet die Verlosung eine 25$ Geschenkkarte für Star Citizen statt. Der Ticketverkauf geht hier zwischen 5 bis 10 Minuten und der Gewinner muss im Stream anwesend sein. Auch hier passe ich die maximale Anzahl an zu kaufenden Tickets an das jeweilige Giveaway an. Sollte sich die gezogene Person nach 30 Minuten während des Streams nicht melden, dann wird ein neuer Gewinner aus dem Topf der bisher eingekauften Lose gezogen. Selbstverständlich kannst du mit deinen Magiepunkten auch deine Nachrichten hervorheben oder andere unterhaltsame Dinge im Stream auslösen. Damit du auf Twitch an den Verlosungen teilnehmen kannst, ist ein kostenloses Follow des Kanals notwendig. War das jetzt schon ein kleines Hexenwerk? Ich hoffe nicht, denn es gibt noch viel mehr Möglichkeiten zu gewinnen und so die Hexenwerk-Kanäle zu unterstützen. Solltest du auf dem Hexenwerk-Discord sein, dann achte immer wieder im Chat-Kanal, ob nicht ein aktuelles Giveaway angekündigt ist. Auf Discord musst du lediglich der Nachricht zur Art und zum Zeitraum der Verlosung einen explizit gelben Daumen hoch geben. Bei der Ziehung des Discord-Gewinners musst du nicht live anwesend sein und ich schreibe dich, solltest du gewinnen, an. Hier sind jedoch auch maximal 3 Tage als Reaktionszeit vorgegeben. Solltest du in diesem Zeitraum nicht auf meine Nachricht antworten, dann verlose ich weiter aus dem Topf der übrigen Teilnehmenden. Und als wäre das noch nicht alles gewesen, achte auf die Challenges rund um YouTube, die ich auf Twitch promote. Hier erfährst du in den Streams, welche Videos in welchem Zeitraum du unbedingt liken und kommentieren solltest. Denn unter diesen Videos ziehe ich jeweils eine Person per Zufallsgenerator und füge diese in einen weiteren Verlosungstopf für ein weiteres Giveaway, das ich dann in einem der Streams ziehe. Sollten also zum Beispiel in einem bestimmten Zeitraum 10 Videos erscheinen und du kommentierst und likest alle davon, dann hast du die Chance bei jedem Video gezogen und so gesehen in die nächste Verlosungsrunde zu kommen. Wurdest du jetzt zum Beispiel unter 2 von 10 Videos gezogen, dann würdest du mit 2 Tickets in die finale Verlosung der Giveaways einsteigen. Neben dem Like und Kommentar unter den bestimmten YouTube-Videos ist auch ein kostenloses Abo auf YouTube notwendig. Die Ziehung des Gewinners aus dem YouTube-Format findet terminiert am Ende eines Streams zu dem jeweils genannten Termin statt. Auch hier musst du im VOD schauen, ob du gewonnen hast und mich aktiv anschreiben, um den Gewinn abzuholen. Solltest du dich auch hier nicht innerhalb von einem Zeitraum von 3 Tagen melden, dann verlose ich aus dem bisher bestehenden Topf weiter. Also, auf YouTube und Discord musst du dich aktiv beteiligen und dich so für die Verlosungen vorzumerken. Schau gerne auch mal in meinen weiteren Content rein. Hier findest du zwischen Tipps, Tricks, Übersetzungen auch einen Podcast oder lustige Dinge und Geschehnisse rund um Star Citizen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und bis zum nächsten Mal.